Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Da sind wir ja direkt wieder zum nächsten Teil. Let's Play GTA San Andreas mit Paxis, also meiner Wenigkeit. Genau an dieser Stelle haben wir gerade eben aufgehört und dementsprechend machen wir hier auch weiter. Ich habe ja, wie gesagt, zwei Folgen hintereinander aufgenommen und bin gerade dabei, hier etwas zu trainieren. Ich muss abwechselnd Steuerung und, also Steuerung links und linke Maustaste drücken, um die Dinger hochzubekommen. Aber ich habe direkt am Anfang quasi im ersten Training 30 Kilo aufgelegt, was doch relativ schwer ist, wie ich merke. Muskeln aufgebaut, du bist gut trainiert. Weiter so, dann werden deine Attacken mehr Schaden anrichten. Irgendwann kann ich keine weiteren Wiederholungen mehr machen, das weiß ich auf jeden Fall. Deswegen mache ich die jetzt erstmal so lang, bis er ausgepowert ist. Oh, mir fällt gerade ein, ich muss mal auf die Uhr gucken, damit ich nicht verpasse hier 30 Minuten aufzunehmen. So, komm, Baby. 12, 13. Komm schon. Ja, komm, hoch damit. Ich denke mal, so 20 wird er schaffen. Ich glaube, wenn ich weniger genommen hätte, schaffe ich zwar mehr Wiederholungen, aber ich wäre schneller fertig gewesen, weil es nicht so schwierig ist, die hochzuheben. Ha, meine Muskeln sind größer geworden. Sehr gut. Geht direkt etwas leichter, muss ich zugeben. 20. Wie schafft er denn, bitte schön? 21. Ja, okay, maximal 25, denke ich mal. Komm schon. Ist ehrlich gesagt, Muskeln aufgebaut. Du wirst richtig muskulös. Vielen Dank. Wer sagt mir das denn? Die Stimme in meinem Kopf oder was? Rede ich mir das gerade selber ein, um mich zu motivieren? Ich glaube. Ah, schon wieder mehr Muskeln bekommen. Es geht aber fix. Wie schafft denn der? 30? Komm schon. Komm schon. 31. 32. Komm schon. 33. Komm schon. Zwei noch. Komm. Komm. 34. Komm, Baby. Wir wollen die schöne Zahl. 35. Komm schon. Komm. Okay, 40. Wir wollen es aufrunden. Okay, mehr als 36 schaffe ich nicht. Ich habe nochmal Muskeln bekommen. Sehr schön. Mal gucken, ob ich jetzt noch Ausdauer machen kann. Nee, kann ich nicht. Aber ich kann jetzt mit dem Typ hier trainieren. Okay, N geht immer noch nicht. Und Z geht auch nicht. Also, ja, funktioniert einfach nicht. Was machen wir? Egal, gehen wir wieder ein paar Missionen erledigen. Wir wollen hier die Fahne hochhalten im Viertel. Von daher zurück zu meinem Bruder. Beziehungsweise, ja, zu meinen Brüdern. Weil der eine müsste eigentlich mein richtiger Bruder sein, die anderen sind, soweit ich weiß, nur im Herzen Brüder, aber nicht im Blut. So, da sind wir schon wieder. Ja, ich werde trotzdem sicherheitshalber mal speichern, man weiß ja nie, was passiert, ne? Also, ich speichere jetzt einfach mal, sicherheitshalber, nicht, dass hier irgendwie was abstürzt. Nehmen wir mal einen zweiten Spielstand. Ich habe mal gern zwei Spielstände, wo ich abwechselnd drauf speichere, weil man ja nie weiß, in was für eine Situation man manchmal kommt. Dann ist man ganz froh, wenn man vielleicht nochmal eine Sicherungskopie quasi an einem früheren Zeitpunkt im Spiel hat. Give me 15, motherfucker! I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you, fast sucker. Let me play first. Hey, right, what's up? What's up, man? Who winning? Who you think, huh? Me? That does it. That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangs these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Respekt scheint auch nicht so riesengroß zu sein. Die haben mich doch gerade eben angelogen und gesagt, die haben keine Waffen mehr. Dabei rennt der eine hier mit seiner 9mm gerade rum. Nur mal kurz hier, um es zu zeigen. Und wir haben ja vorhin gesehen, bei dem Drive-By, die hatten alle Uzis. Und da drüben, die haben auch
9mm in der Hand. Zumindest der eine. Die lügen mich an, Mann. Die lügen mich an. Was ist denn hier los? What happened to the fam? Where the love at? Shit happened. Seville wrongs temple. Temple wrongs grove. Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but you know you gotta keep it real. I admire you, Carl. You're elite. A visionary. Remember me when you get to the top. Give it a rest, smoke. You full of shit. So, dann wollen wir mal. Kann es sein, dass ich ziemlich oft zusage? Naja, was soll's. Also ein paar Waffen besorgen. Oh, da gibt's was zum Sprühen. Dann werden wir logischerweise erstmal dafür sorgen, dass das Ding da grün ist. Gehen wir aus dem Weg. Das ist doch ein Wachdienst, oder? Das ist sehr geil, dass der Wachdienst da nichts dagegen hat, dass ich das Ding hier ansprühe. Und jetzt auf zum Waffenhändler. Bin mal gespannt, was da abgeht. Wenn wir nicht mehr so dick mit dem sind, dann habe ich das blöde Gefühl, dass es nicht so einfach wird, diese Waffen zu bekommen. Oh, sorry. Ich sollte vielleicht nicht nach Seite gucken, wenn ich Auto fahre. Das ist nicht so cool. Aber erstmal sprühen wir auch das hier noch an. Oh, ein 98-Cent-Laden. Kann es sein, dass er jetzt schneller sprüht als am Anfang? Na kommt, geht weg. Geht weg, Jungs. Was ist denn hier los? Oh, das gibt's doch nicht. Rot oder was? Sehr schön. That's my man right there, you know what I'm saying? Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, Pops! Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Right. Say, ain't you dead? No, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Die, little glass baller fool! Muss man da so schreien und Leute beleidigen, wenn man die Flasche abschießen möchte? Hey, du bekloppte, hässliche, dreckige Flasche, ich bring dich um. Oh, Beverly be so proud of you, boy. Hat zumindest funktioniert. Ist halt die Frage, ob es auch funktionieren würde, wenn ich das nicht sagen würde. Schauen wir mal. Shit, I'm the best there ever was. So, wir probieren das Ganze jetzt mal aus, ohne was dabei zu sagen. Oh, da schieße ich ja komplett daneben. Aber wenn ich sage, du hässliches, dreckiges Mistflaschenvieh, funktioniert's. Und du bist genauso dumm wie dein Bruder. Und deine Schwester ist auch dran. Yeah. Yeah. Real Grove Street style now. Cap your ass and your ass. You want some too? Ice cold, baby. I knew I was the chosen one. Oh man, check out Special Agent Big Smoke. Du kannst eine Treffgenauigkeit erhöhen, indem du dich duckst. Drücke C, um dich zu ducken. Okay. Ice cold, baby. 8-Ball Gangster Style. Let It Rain. Crazy. Und Ice Cold, baby. Oh, you're making me so proud of you. Okay, Benzintank des Autos. Also ich gehe mal noch einen Schritt zurück, das ist mir etwas zu nah. Und dann geht's ab. Bam! Das ist Gangster-Style, Freunde. Das ist Gangster-Style. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this, you didn't get them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. I've always got high-quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years.
Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. I seen newer cannons in this strap in the museum. We'll be going. Man, I'm real tired, dude. Drop me off in my crib, baby. Was macht denn der Digga überhaupt? Der schläft. Und frisst. Das war's. What's going on, man? Oh, she seemed pretty fucked up. People have to open their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Ist aber auch geil, dass wir hier dahin gefahren sind um 2. Ich wiederhole, um 2 9mm zu kaufen. Und die sind ja vorhin schon mit Uzis rumgerannt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so krass war. Ich fahr jetzt mal kurz hier rum und guck, ob es hier irgendwo an dem Ding etwas zum Sprühen gibt. Das ist meistens an solchen Häusern, an solchen Speiseläden möchte ich sie nennen. Da ist es oft zu finden. Ah, da kann man sich tätowieren lassen. Aber momentan haben wir auch noch nicht so viel Geld, dass ich jetzt hier mit verschwendeten Tattoos rumrennen möchte. Ist aber auch krass, ne, dass dort gleich die Bolles sind und der Big Smoke hier wohnt. Was ist denn da los? Ist er dumm? Will er sterben? Thanks, CJ. I see you rap. Later, Smoke. Mach's gut, Smoke. Oh, Handy schon wieder. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. All right, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beco around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some greens. Begib dich zu Binko und besorge dir Klamotten. Ja, wenn die in meiner Bude nicht alles ausgeräumt hätten und ihr schmutziges Geschirr stehen gelassen hätten, dann hätte ich wahrscheinlich da auch noch einen grünen Pulli drin liegen gehabt, den ich mir mal schön hätte anziehen können. Also wie gesagt, ich bring niemanden einfach so spaßeshalber um, deswegen habe ich die auch nicht überfahren, diese Bolles, wie auch immer das machen wird. Wenn dann im sauberen Kampf. Im sauberen Kampf, wo sie wissen, was auf die zukommt und nicht einfach so überfahren, ohne dass sie was merken können. Bin ich dumm? Ich werde mir jetzt erstmal einen neuen Haarcut verpassen lassen, weil ich will den Bart loswerden. Und dann gehen wir uns was Grünes kaufen. Here's the chair, CJ. Ich will einfach wieder den nehmen, den ich am Anfang hatte, diesen Cäsarschnitt, aber ohne Bart. Das sah eigentlich am besten aus, würde ich sagen. Und kostet auch noch $50. Na, wir gucken uns nochmal den Bart an die Frisur an mit einem Schnurrbart. Nö, gefällt mir nicht. Wir nehmen ganz normale Tesafrisur ohne Bart. Na also, das geht doch hier. Da hat er so einen leichten Flaum über seiner Lippe und so einen ganz leichten Flaum an seinem Kinn. Das ist so optimal. Das nehmen wir, das schön. Your dad used to get a cut just like that. Boah. Nee, wir wollen hier raus. So. Geile Mucke übrigens. So, dann wollen wir mal uns grüne Klamotten kaufen gehen. Wo war das jetzt, das hat er gesagt? Gegenüber vom Dingens. Vom Fitness irgendwas. Rauszoomen. El Corona. Hier oder was? Naja, schauen wir mal. Fahren wir einfach mal hin. So, ab geht's, auf geht's. 3 Tage wach. Mal schauen, was man uns da Hübsches anzieht. Das war auf jeden Fall knapp. Hab's gerade noch so geschafft zu bremsen. Geh in das Binko-Bekleidungsgeschäft. Sehr gerne doch. Ich meine, die Klamotten haben jetzt eh nicht so geil gefallen, weil ich weiß nicht, wenn man hier so rumrennt und hinfällt und dann hat man komplett nackt auf dem Arm, das kann wehtun. Deswegen. Außerdem, ich habe in diesen Klamotten geschwitzt. Ich habe ja trainiert.
Und dementsprechend wird es Zeit, dass ich mir was Neues anziehe, weil gewaschen habe ich die noch nicht. Ich habe auch keine Waschmaschine. Ich kaufe mir einfach immer neue Klamotten, sobald sie dreckig sind. Schauen wir mal, was es so Geiles gibt. Oberkörper. Schwarzes Tanktop, grüner Hoodie. Gucken, wie das aussieht. Ja, geht. Wobei ich würde fast sagen, dafür ist es draußen zu warm mit den langen Ärmeln. Komm, guck mal, was es noch so gibt. LS-T-Shirt, Jobs-Shirt, grünes Hemd. Ich glaube, ein grünes Hemd ist eher mein Milieu. Das müsste mir eigentlich eher stehen. Es ist zwar ein bisschen merkwürdig zugeknüpft, wie man sieht, nur oben und unten nicht und unten drunter noch irgendwas Weißes. Aber ich denke, das wird's werden. Wir schauen uns trotzdem nochmal um, was es noch so gibt. Und gibt es noch eine Alternative? Karo-Hemd, Kampfjacke. Eres T-Shirt. Boah, will ich mir mal angucken. Was ist das denn? Ah, nicht rausgehen. Schauen wir mal, was dieses Eres T-Shirt ist. Okay, das ist ja ebenfalls grün. Würde also auch gehen. Dann schauen wir uns nochmal das Eres 2 T-Shirt an. Wobei, ich glaube, ich sollte mir zuerst mal eine Hose raussuchen. Und dann zu der Hose passend das Oberteil. Das ist, glaube ich, die bessere Idee. Ja, okay, das ist also orange. Gut, dann nehmen wir das nicht. Sondern werden mal gucken, dass wir zuerst die Hose nehmen. Das macht einfach mehr Sinn. Beine. Schwarze Boxer, Herzboxer, Woodland-Hose, Obern, graue Hose, olivgrüne Hose. Grüne Jeans. Ich denke, es wird eine grüne Jeans. Ich bin schon eher so der Jeans-Typ, muss ich zugeben. Ja, die kommt richtig geil. Die nehmen wir. $60. Ist ja eine Qualitätsjeans. Qualitätsjeans, so ist richtig. Und jetzt wollen wir natürlich den Oberkörper nehmen. Ich glaube, da könnte dieses Eres-T-Shirt echt geil zukommen. Schauen wir mal. Ich will ja auch hübsch aussehen. Nee, doch nicht. Sieht irgendwie ziemlich kacke aus. Ich glaube, da passt eher das Hemd dazu. Das grüne Hemd, das müsste ganz geil kommen. Wo ist es? Ah, hier. Schauen wir mal. Ja, das passt doch schon deutlich besser. Das nehmen wir. Ist auf jeden Fall geil, wie ich immer mit dem komischen Schlagring rumlauf. Das wirkt etwas merkwürdig. Schuhe brauchen wir auch noch. Sandalen, Socken, Flipflops, Cowboy, grüne Lowtops. Nehmen wir die. Passen dann auch zum restlichen. Schön komplett in grün, damit alle wissen, wo ich herkomme. Crew Street, Baby. It was a pleasure, sir. Und was gibt's noch? Mützen oder so will ich eigentlich nicht haben. Schuhe, Ketten. Will ich eine Kette haben? Hundemarken, Afrika-Anhänger. Nö, so ein Scheiß brauche ich nicht. Uhren. Pinke Uhr und gelbe Uhr. Beides richtiger Müll. Sonnenbrillen. Scherzbrille, Scherzmaske, Augenklappe, rotes Tuch, blaues Tuch, grünes Tuch. Dann gucken wir uns mal das grüne Tuch an. Oh mein Gott, die denken ja alle, ich will direkt jemanden überfallen. Ich dachte, der hat dieses grüne Tuch logischerweise so auf dem Kopf. So will ich es auf keinen Fall haben. Meine Herren, was ist denn hier los? Nee, dann lassen wir das auch. Kopfbedeckung. Was? Rotes Tuch hinten, grünes Tuch hinten. Ah, da haben wir also das Tuch auf dem Kopf. Geht, aber ist nicht so mein Ding. Nee, wollen wir nicht haben. Vor allem $25 nur für so ein läppiges Tuch. Grünes Tuch von. Schauen wir uns das noch an. Oh mein Gott, sieht ja noch besser aus. Ja, das nehmen wir auf gar keinen Fall. Vor allem, wenn ich mir das Tuch kaufe, müsste ich es doch eigentlich einfach so wechseln können zu von oder hinten. Ah, das geht, glaube ich, nicht. Cowboy-Hut, ja, okay, das Rest. Das war's, Jungs, das war's. Wir können jetzt schön wieder nach Hause gehen. Hallo, hübsche Dame. Ob ich die vielleicht immer auf dem Eis einladen kann? Stuff. Schöne Rundungen. Wobei, die ist ein bisschen dick, oder? Nee, schöne Rundungen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Everything 99 Cent stand da gerade dran, aber ich kann euch definitiv sagen, dass es mehr gekostet hat als 99 Cent, die Klamotten.
Deswegen finde ich es doch sehr, sehr merkwürdig. Okay, jetzt haben wir nämlich die Auswahl, entweder zu Big Smoke zu gehen, wie ihr unten links im Radar seht, Big Smoke. Und wir haben den, wie heißt der denn? Der S, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Name vergessen, aber den haben wir auch noch. So. Dann gehen wir zuerst zu unserem Bruder. Drive-By. I could drive as well as CJ, man, I'm telling you. Yeah. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Cheers, CJ. You can drive, homie. He's tripping. Vielleicht will ich ja überhaupt nicht fahren und war... Naja, ist egal. Außerdem habe ich noch nie ein Auto geschrottet jetzt. Was ist denn hier los? Zumindest nicht, seitdem ich wieder da bin. Die lügen mich die ganze Zeit nur an. Und... Naja, ist egal. Der raucht halt relativ viel. Man sieht, was Drogen einem Menschen machen kann bei ihm. G, thanks, G. Just don't drive like no fool. Ein kleines Drive-By, das ist natürlich jetzt schon etwas, naja, gefährlicher, aber... Oh, verdammt. Ich hoffe, dass... alles gut geht. Da sind wir schon. Yeah, ball is turf. You dog ready? Yeah, for sure, I'm ready. Carl, just concentrate on the driving and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Also, Drive-By. Speed up a little bit. Hey, man, frei. So, und jetzt schön. Sehr schön. Polizei fährt wieder einfach weg, das finde ich auch immer geil. Ich glaube, das ist am Anfang, damit die Mission nicht zu schwer wären. Schwer werden, wenn man halt direkt die Bullen auf dem Hals bekommt. Oh, die lassen ja Geld liegen. Kann man die im Auto einsammeln? Nein. Aber ich kann doch bestimmt aussteigen, oder? Sehr schön. Geld einsammeln. Munition. Und wieder einsteigen. Naja, kein Stress, Mann. Da lag Geld. Meine aber Blindzeit. Ab geht's weiter. Shoot! Oh. Ach, geschafft. Noch einer. Sehr schön. Moment. Ach so, da will er wegrennen. Da will er wegrennen. Verstärkung holen wahrscheinlich. Daher. Ja, ich habe jetzt keine Lust, hier zurückzufahren, um dieses Geld einzusammeln. Scheiß drauf, wir fahren einfach weiter. Vielleicht können wir die ja direkt überfahren. Der wollte überhaupt nicht mitmachen, hat überhaupt keinen Bock gehabt zu schießen, hat einfach schießen lassen. Jetzt haben wir 2 Sterne, okay, dann müssen wir jetzt ganz schnell das Geld einsammeln. Okay, ich höre die Bullen schon. Schnell einsteigen! Okay, das waren gar nicht, okay. Die sind ja gar nicht bei uns. Okay, na gut, dann kann ich noch aussteigen und mir die Uzi holen. Sehr schön. Und jetzt wieder rein. Und zurück. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen einfach wieder zu uns ins Lager, vors Haus, in die Hut. Gangster-Style oder was? Ach, schön ausgewichen. Lange wird sie da mitten fahren. Und nochmal schön stehen lassen, die Polizei. Und hoffen, dass hier kein Auto kommt. Und... Wo müssen wir denn hin? Da. Schnell. Dann fahren wir in die Lackierer rein, dein Bahnhof werde loszuwerden, um das Fahrzeug zu reparieren. Und umzuspritzen. Kosten $100, diesmal gratis. Wow. Sehr schön. Das Umspritzen ist gratis. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, solange wir diese 2 Sterne blinken, darf ich mir nichts erlauben, weil dann sind die nämlich wieder da.
Wie die Polizei hat gesehen hat, wie ich reingefahren bin, aber es ihnen halt scheißegal ist. Aber ich will nicht ranfahren, nicht, dass direkt wieder. Yeah, for sure. They was slipping, man. Man, I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Let me check myself. Am I dead? Hey, Carl, ignore that motherfucker. You did good. Oh mein Gott, was mach ich denn? Nein, nein! Ach du Scheiße! Oh, nein! Oh, verdammt, die Mission geht kaputt. Nein, oh nein! Oh, ich muss jetzt aussteigen, weil die Autos explodieren und ja, die werden automatisch sterben, passt auf. Weil die nämlich so dumm sind und nicht aussteigen. Wer kennt's nicht? Man sitzt in einem brennenden Auto und hat keinen Bock auszusteigen, sondern bleibt einfach drin sitzen. Oh, verdammt! Das war aber auch genial, dass ich hier hochgefahren bin, um dann halt mein Auto aufs Dach zu schieben. Verdammt, ey. Wir werden mal wieder den Schlagring in die Hand nehmen, damit es nicht ganz so auffällig ist. Da steht hier kein Auto rum. Ich will auch nicht unbedingt eins klauen. Wie gesagt, ich versuche mich hier relativ unauffällig aufzuhalten. Okay, wir haben jetzt gerade ein Drive-By gemacht, ein paar Leute umgebracht, aber das haben sie sich so ausgesucht, sage ich mal. Ist ja nur nicht so, dass die nicht wissen, dass wenn man hier in so einer Gang ist, nicht auch sterben kann und erschossen werden kann. Boah, ist doch ein Auto. Dauert mir zu lang. Komm raus hier. Meine Herren. Ich meine, ich habe gerade Leute umgebracht. Oder dabei geholfen, Leute umzubringen. Von daher ist hier ein Auto zu klauen natürlich eher noch eine Kleinigkeit. Wie gesagt, sonst werden keine Unschuldigen umgebracht. Das ist das Einzige. Mein Ehrenkodex quasi. Und die gleiche Mission nochmal. Da schauen wir uns natürlich nicht nochmal den Vorspann an, oder... Ja, wie nennt man das? Zwischensequenz. So ist das. Und diesmal bitte ohne, dass ich beim Zurückfahren nach Beenden der eigentlichen Mission halt schon wieder auf das Dach fliege. Das war eigentlich schon peinlich. Ich meine, wenn man... Vor allem, na gut, ich bin noch nicht gestorben, das geht noch, aber jetzt direkt schon in so einer Anfangsmission hier einen Fehlschlag zu kassieren, ist halt schon ziemlich hart und eigentlich unter meinem Niveau und naja, was soll man machen? Ist dann halt nicht mehr zu ändern. War ja merkwürdig auf jeden Fall. Dann wollen wir mal. Okay, das kann ich nicht wegdrücken. Diesmal stehe ich nicht erst aus. Stehe ich nicht erst aus? Bin ich behindert oder was? Steige ich nicht erst aus? Das habe ich gemeint. Diesmal ist niemand mehr gerannt, glaube ich. Aber hier müssen wir. Nee, weiter. Kommt, Jungs! Let it rain, baby! Ice cold auf jeden Fall. Die können wir überfahren. Dann fahren wir direkt hier runter in den Park und überfahren die ebenfalls. Dann haben wir es schon geschafft. Bam! Ah, los! Bam, bam, bam! Ah, da lebt noch. Okay, jetzt nicht mehr. Und jetzt wieder Auto umlackieren lassen. We just couldn't agree on a name. I wanted to call it the Philip Michaels Project. So. Mal aber aufpassen, dass wir nicht wieder aufs Dach fallen. Oh nein, hat mich getroffen. Nein. Komm schon, Baby, komm schon. Fahr zu. Auto ist ziemlich kaputt, die Türen halten nicht mehr wirklich, aber ich hoffe, dass es uns zumindest noch ein bisschen die Lackiererei fährt. Weil, soweit ich weiß, wird das Auto in der Lackiererei innerhalb von 10 Sekunden nicht nur umlackiert, sondern gleichzeitig auch repariert. Werden wir jetzt gleich sehen. Aufgepasst. Und zack, sage ich doch wieder. Komplett ganz das Auto, wer kennt's nicht. Innerhalb von 10 Sekunden wird das Auto nicht nur umlackiert, sondern logischerweise auch komplett repariert. Und es war ja kurz vorm Totalschaden. Jetzt, wie gesagt, ein bisschen vorsichtiger fahren. Vielleicht fahren wir ja einfach woanders lang. Wenn das nicht wieder passieren kann. I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Let me check myself. Hey, Carl, ignore that motherfucker. You did good. Kommt eigentlich, dass ich immer hier durch diese kleine Seitengasse fahre? So, wir haben es geschafft und können uns die Belohnung abholen. Ich bitte viel Geld. Ich habe nur $1,354. You're down with the Grove and the Ballers know it.
So watch yourself from now on, CJ. Yeah, yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Yeah, $500. Das ist doch schon mal deutlich besser. Was ist mit den Kohlen? Das nenne ich 8-Ball Gangster Style. Ich muss auch sagen, das Outfit gefällt mir doch recht gut. Ja. Doch, doch. Diese grünen Schuhe, die grüne Jeans und das Hemd kommt ziemlich lässig rüber. Ich werde mal zum Speichern gehen. 30 Minuten sind vorbei. Und möchte mich hiermit schon verabschieden. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wenn ja, bitte abonnieren und liken. Ansonsten gibt's dann natürlich spätestens morgen wieder das nächste Video. Let's Play GTA San Andreas mit Paxis. Und das müsste dann Runde Nummer 4 werden, das nächste Mal. Von daher, Schluss aus Nikolaus, das war's. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß. Das Doppelte von dem, was ihr mir wünscht. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf das nächste Video, ihr hoffentlich auch. Macht's gut. Tschö, tschö.